Das ist das hier. Was? Habe ich euch bei irgendwas unterbrochen? Das sieht so merkwürdig aus. Ihr benehmt euch doch schon wieder so komisch. Jetzt tun die so, als wäre nichts. Lass mich dir das mal ausziehen. Ja. Ausziehen. Danke. Apollo. Sitzt dein Bruder auf deinem Stuhl? Ist es das? Wolltest du auf diesem Stuhl sitzen? Ihr komischen, komischen Kätzchen. Ne? Ja, du. Wir brauchen definitiv einen stabileren Kratzbaum. Wie der gerade gewackelt hat, lange macht er das nicht mehr. Ja, wärst du fast hingefallen, ne, mit deinem Bruder? Habe ich gesehen. Apollo, geht's dir gut? Mein kleines Fluffel. Pass auf dich auf. Was? Nein, nein, nein. Wo ist denn? Wir haben ein Fanpaket bekommen. Von Sigrun. Vielen, vielen Dank, liebe Sigrun. Habe ich auch schon in der Story gepostet. Voll süß, oder? Besonders das Kätzchen. Richtig süß. Sag mal, geht's noch? Hm? Ihr unverschämten kleinen Katzen? Hast du da gerade gebuddelt? Wolltest du dir einen Ausgang frei buddeln? Apollo, hast du ihm geholfen? Ja. Hab ganz genau gesehen, was ihr gemacht habt. Ja, ja. Apollo hat gewartet, bis du ein Loch freigebuddelt hast. Hab's gesehen. Ja, ich bin jetzt böse. Ja, ja. Ihr Katzis. Ihr Katzis. Böse, böse. Gleich fängt es an zu regnen. Hallo. Du buddelst ja schon wieder. Ja, was, Mau? Sag mal, geht's noch? Geht's dir gut? Soll ich machen, dass es dir besser geht? Ja. Dann geh da mal weg. Nee, brauchst dich jetzt auch nicht so aufzuregen. Ja, tut mir leid, aber... Das ist nun mal dein Garten und den kannst du nutzen. Alles, was außerhalb ist, weißt du doch, darfst du nicht. Vor allem, das ist ja auch der Grund, warum Noah nicht mehr raus darf, ne? Weil er bei einem der Nachbarn irgendwie ins Haus reingelaufen ist. Und das fand der Nachbar nicht so toll. Ich weiß zwar nicht, welcher das war, aber könnte halt bei diesen Katzen genauso passieren. Und dann müsste ich sie komplett einsperren. Das ist halt schon sehr, sehr gemein und ich finde auch, ja, dann sollen sie lieber ihren gesicherten Garten haben als, hey, hallo, hör auf, Cosmo, was, Mau, sollst du nicht buddeln? Muss ich da jetzt wirklich hinklettern und Steine hinlegen? Das ist nicht dein Ernst, das muss ich jetzt wirklich machen, ne? Boah. Hey, Cosmo. Hör auf damit. Guck mal hier. Guck mal hier. Wow. Wie er da runtergesprungen ist. Ich musste doch jetzt ernsthaft hier rüberklettern und hier ein paar Steine hinlegen. Damit er sich hier nicht durchbuddeln kann. So. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier wieder runterkomme. Aha, und meine Pantoffel müssen gewaschen werden. Toll. Ja, ist ja gut. Komm rein. Was ist mit Apollo? Apollo, willst du auch rein? Nein, Apollo guckt noch. Was ist? Freche. Was guckt ihr denn so?
Ihr könnt wieder rausgehen, ich habe die Tür aufgemacht. Hallo? Cosmo, du hast doch eben gejammert, dass du wieder rausgehen möchtest. Also los. Na los. Du kannst wieder. Komm. Sonst mache ich die Tür wieder zu. Pech gehabt. Und dann ziehst du auch dein Geschirr aus. Nicht ausziehen? Na dann runter. Ja. Apollo, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Was ist los, meiner Poschikettchen? Was ist los? Mein Baby. Irgendwas hat er ja eben auf der Zunge gehabt, dann hat er so komische Geräusche gemacht. Ja, wahrscheinlich nur ein Katzenhaar. Verschluck dich nicht an deinem eigenen Puschel. Wie machst du das überhaupt bei so langen Haaren? Hm? Das ist ja super anstrengend, die sauber zu halten. Na, was ist los, kleines Kätzchen? Lassen wir dich nicht schlafen, mein Baby? Ja. Alle machen Krach. Geh mal gucken, was Papi macht. Oh nein. Ich glaube, Papi hat was angestellt. Oh nein. Es hört sich nicht gut an da oben, was er da gemacht hat. Katzi hat erstmal Suppe bekommen. War eigentlich für Apollo, aber Apollo hat nur die Nase gerümpft und gesagt, Iu. Was ist denn da los? Verschlimmbessert hast du? Oh. Was hast du gemacht? Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das ist natürlich die Farbe auch alle. Oh nein. Klar, weil sie gestern nicht zugemacht haben. Scheiße. Oh. Das würde ja super aussehen. So, vorher war der Schrank grau, jetzt ist er weiß. Passt zu dem restlichen Möbeljahr. Aber hier sah das halt so zugeklebt aus und das wollte Marcel abkratzen. Und hat hier unten alles abgekratzt. Jetzt sieht das so ein bisschen, ja, schäbig aus. Kötzi. Kötzi, hast du gesehen, was Papi da gemacht hat? Ja. Ja, jetzt versucht er das zu retten. Meinst du, schafft er nicht? Oh, will das kleine Baby Kussis? Kussis auf den Bauch? Warte, gib dir Papi gleich, wenn er fertig ist. Der macht das so gerne. Bup. Kleines Baby. So scheiße aussehen, wenn ich alles streichen könnte. Aber kann ich nicht. Nee, wir haben keine Farbe mehr. Nee, das mache ich nicht. Weil? Ich komme nicht hier ran. Hast du? Und dann sagen die Leute, wir sollen mal unseren Naturkratzbaum selber bauen. Ich könnte jetzt ganze Wohnung neu bauen. Ja.